Geschichte meines Lebens, Folge 14, die Eierattacke. Diese Geschichte stammt aus dem Jahr 1979, also schon sehr alt, und ist eigentlich, da muss ich mich jetzt outen, eine Straftat gewesen. Ja, Richie war ein Krimineller. Ja, was war passiert? Es war August, es war die Zeit des Goldboden Folkfests. Ich habe schon ein Mofa gehabt und damals war mein engster Freund der Uwe. Uwe hat noch ein Fahrrad gehabt und meine Eltern sind zum allerersten Mal in Urlaub gefahren ohne mich, also haben mich mit 15 Jahren zu Hause lassen und kannst dir vorstellen, dass das nicht gut geht, wenn man mich allein lässt. Also, was passiert? Meine Eltern haben mir eine ganze Palette Eier in den Kühlschrank rein, dass ich was zum Essen habe, wenn sie nicht da sind. So, es war Volkfest gewesen. Und wir wollten natürlich unbedingt ins Volkfest. Und ich habe einen Uwe gezogen, also er ist mit dem Radl an mir drangehängt und wir sind nach Straubing, von Bogen nach Straubing gefahren, ungefähr 12 Kilometer. Und haben uns natürlich, wir haben uns das Kite gegeben. Wir haben also, wir waren mal ziemlich angesoffen gewesen. Sind wir wieder heimgekommen, also von Straubing nach Bogen gefahren, irgendwie spät nachts angekommen. Und dann haben wir nichts besser zum Tor gehabt, als dass wir mit meinen Eiern, was wir da gehabt haben, unsere Gartenfigur draußen beworfen haben, so Zielwerfung gemacht haben. Und irgendwie hat uns das dann nicht mehr gereicht und wir sind auf diesen wahnwitzigen Plan gekommen, dass wir unsere Nachbarn, die wo ich nicht leihen kann, ärgern. Und dann sind wir mit Eier im Gepäck sind wir von Haus zu Haus gegangen und haben 8 Häuser die Eier an die Wand geschmissen. Es ging sogar so weit, dass wir bei einem, die wo wir gar nicht leihen können haben, in der Nachbarschaft, die Eier ins offene Schlafzimmerfenster geschmissen haben. Es war ja spät Nacht, da haben wir geschlafen, haben wir gehört, klack! Da ist mir das Licht angegangen. Na gut, wir sind dann wieder abgehauen und so. Und irgendwie war das Ganze dann schon vergessen. So, am nächsten Tag sehe ich die Polizei rundum wohnen. Und in manche Häuser sind sie reingegangen, nicht zu uns, komischerweise. Und ich denke mir, oh Gott. Und dann sind meine Eltern heimgekommen. Und wir haben natürlich die ganzen 20 Eier verbraucht und habe die leeren Eierkarton in Abfall geschmissen. Und Mama hat ihren Abfall vom Urlaub da entsorgt und sagt, mei, schau hier, der Bub, alle Eier hat er gegessen. Ich so, und ich habe sie ja noch nicht sagen können, was los ist. Auf alle Fälle, am Montag dann war es ganz groß in der Zeitung gestanden. Eierattacke. Unbekannte Eierwerfer haben einen Schaden von 30.000 Mark verursacht, weil die ganzen Häuser natürlich ruiniert waren. Die mussten sie alle wieder runterreißen lassen. Und Eigelb geht dann immer weg. Ich so, oh Gott, was haben wir gestellt? Meine Mutter, was ich nie vergessen, sitzt auf der Terrasse draußen, hat so gestrickt. Und ich sagte, Mama, ich muss da was beichten. Und was hast du wieder angesteckt, du? So, Mama, die Polizei, wo rumfährt, die haben wegen mir unterwegs. Wieso? Was hast du angestellt? Sag ich, mir war mal das mit den Eiern. Was? Dann sag ich, du solltest mir vielleicht stehen. Nichts tust du stehen. Du sagst nichts. Auf alle Fälle war unser Haus das einzige Haus, was nicht, wo die Polizei nicht eingegangen sind. Uns haben es nicht gefragt. Das einzige Haus. Wahrscheinlich, wenn die gekommen waren, hätten die gesehen. Ich hätte sie sofort schon. Auf alle Fälle, Kinder und Jugendliche, auch wenn es lustig ist, dass man irgendwas zerstört oder dass man irgendwie ein Streichel macht, es kann nein, Eltern könnten das vielleicht bitte zahlen müssen. Also, macht es jetzt noch, seid's ganz depp, wie es ich war. Okay?